Europa hat eine Stimme, ein Europa für alle. In meinem Europa der Zukunft denkt der Mensch nicht nur an sich, sondern in erster Linie an andere, vor allem im Hinblick auf die Zukunft. Also mein Europa der Zukunft funktioniert nur zusammen. Das heißt, wir müssen alle zusammenkommen und gemeinsam Politik machen für unsere Zukunft. Ja, mein Europa der Zukunft. Eigentlich wünsche ich mir ja eine ganze Welt für die Zukunft, die zusammenhält, die gegen den braunen Mob kämpft, die Menschlichkeit wieder zu schätzen wissen und die zusammenstehen und die sich gegenseitig helfen, wenn du am Boden liegst, aufheben, weitermachen. Ist nicht nur Europa, aber, also wie gesagt, die ganze Welt wäre für mich so mein Sinnbild. Das Europa der Zukunft ist für mich ein Europa der Bürger, wo jeder Bürger sich wiederfindet und auch seine Meinung Gehör findet. Vereint und friedlich. Ja, was mehr Zusammenhalt ist, was da irgendwie auch alles besser organisiert wird, zusammen, weil wir stark werden. Ohne jede Diskriminierung. Mein Europa der Zukunft stelle ich mir so vor, dass der Treibstoff, der uns zusammenhält, ist Empathie, Solidarität und Kreativität. Damit wir in einem Europa leben können, was offen ist, eine offene Gesellschaft bevorzugt, offene Grenzen hat, für Vielfalt, für Zusammenhalt, für Zugehörigkeit, für Zusammenarbeit und für Sicherheit. Wenn das alles zusammenkommt, haben wir ein Gefühl von Vertrauen. Das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir wünschen, das ist das, was wir in Europa haben werden. Also ich stelle mir das gemeinsam vor, dass wir alle gemeinsam arbeiten, dass wir alle zusammen stark sind und dass wir uns allen Herausforderungen gemeinsam entgegenstellen. Frei und kunterbunt. Ein solidarisches Europa, ein menschliches Europa, das nicht vergisst, dass tagtäglich Menschen im Mittelmeer ertrinken, um zu uns zu kommen. Und diese Menschlichkeit, das geht über Parteipolitik hinaus, über Nachbarschaft hinaus, das muss das Herz berühren. Wenn Europa oder die Welt unsere Herzen wieder berührt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Stark, dass wir auch global eine starke Stimme sind. Am Sonntag ist es keine Schicksalswahl. Am Sonntag ist es eine Zukunftswahl. Und ihr habt die Möglichkeit, Flagge zu zeigen, so wie diese Tausenden von Menschen hier.